Hallihallo, ihr Lieben, willkommen zu Part 2 von Legenden einer Familie, unserer neuen Staffel. Ich habe eigentlich den Part nur beendet und wir sind jetzt eigentlich genau da, wo wir beim letzten Mal schon aufgehört haben. Unser kleiner Markus schläft, ist ja auch mitten in der Nacht. Und unsere Yara übt weiter ihre Klavierfähigkeit, weil das wollte sie ja unbedingt lernen. Hat jetzt das auch schon Level 2 erreicht. Die ist auch sehr selbstsicher. Genau. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Sie kann ja mal die Falle überprüfen. Mal gucken, ob sie da was drin findet. So ein selbstsicheres Gemälde? Nö. Fischfall ist einsatzbereit, aber es ist noch kein Fisch reingeschwommen. Vielleicht gehst du noch eine Runde Nacht schwimmen. Weil es ist recht kalt. Vielleicht lassen wir das mit dem Herumschwimmen doch. Und du schreibst jetzt mal ein Buch über dein neues Leben. Weil du hast ja schon Bücher von deiner bisherigen Geschichte so geschrieben. Und zwar schreibst du nochmal eine Kurzgeschichte, die dann irgendwie heißt, weiß ich nicht, mein neues Leben in Solani. Oder so. Keine Ahnung. Oder genau die warme Welt der Hitze. Und wenn dein kleiner Sohnemann dann irgendwann wach ist, gehst du ihn füttern. Das können wir... Upsala. Von heißen Tagen in einem neuen Leben. Die Geschichte wie ich die Dunkelheit in Solani hinter mir ließ. Und das kann sie jetzt noch ein bisschen schreiben, bis der Kleine wach ist. Und wenn der Kleine dann wach ist, geht sie ihn füttern. Und da sie ja selbstsicher ist, müsste sie ja gut vorankommen. Ich weiß gar nicht mehr, wir haben Level 6 oder 7 oder so, gell, in der Schriftsteller. Das ist eine unserer 6. Und Logik und Programmieren. Und wir haben aber Unmengen an Fähigkeiten. Stimmt, ich wollte ihr auch mal so ein Foto holen, dass sie dann immer so Fotos von ihrem Kind macht. Aber das reicht noch vielleicht, wenn es Kleinkind ist. Oder wenn es ein bisschen was ein bisschen besser kann. Vielleicht geht sie jetzt gleich mal noch ein bisschen singen. Ich sehe gerade, sie hat... Den hier mal züchten mit dem hier. Vielleicht gibt es auch nicht, keinen neuen. Aber wir können mal gucken, ob da was Neues drin ist. Öffnen. 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 Und dann trinkst du mal ein Schlückle. Der Kleine ist wach. Dann gehst du den Kleinen stellen. Baby stillen. Dann setzt den hier ab und dann macht ihr noch mal ein bisschen Babyzeit. Ist da eine Figur neu? Man weiß es nicht. Warte mal. Na, jetzt wird wieder alles als neu angezeigt, weil wir den Haushalt geteilt haben. Kleiner. Oh, Muko. Ich freue mich auch, wenn er dann das hier so nutzen kann. Ich habe, glaube noch nie. Ich hatte auch noch nie einen Säugling, der so laufen und so konnte. Vielleicht schafft sie es ja, weil sie ja nicht schlafen muss. So müssen wir nur auf sein Schlafding achten. Also auf seine Bedürfnisse achten. So, freundliche Aktivitäten zusammen Babybauchzeit verbringen. Ein bisschen Kuckuck spielen. Mit ihm reden. Oh, Grammy.
Oh. Meschke Kerasche, Suge Blue. Und ein bisschen mit ihm reden, damit seine Sprache besser wird. Oh, lieb. Sarkava, Sarkava, Kerasche. Ich glaube, was lernt er als nächstes? Er hat ja jetzt auf dem Rücken rollen. Ich glaube, als nächstes auf dem Bauch rollen, oder? What's a boo? What's a boo? Oh. Ja, auf dem Bauch rollen. Oh. Kopf heben hat er und auf dem Rücken rollen hat er. Als nächstes greifen lernen. Und beim Sozialen ist Lachen lernen. Kann Wurm und zum ersten Mal hat er gelächelt. Ja, just Bobia. Oh. Grabble Hina. Wisset Borb. Das macht sie jetzt mit ihm reden, oder? Tip Tip. Delso. Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass das halt dazu führt, dass er halt am Reden irgendwann lernt. Okay, und dann muss sie ihn mal wieder wickeln. Würde ich sagen. Windel wechseln. Vielleicht geht sie dann mal den kleinen Baden, weil das hat sie noch nie gemacht. In Schaumbaden. Sie hat jetzt irgendwas weggelassen. Kuckuck spielen. Ich glaube, spielen im Allgemeinen hat sie weggelassen oder so. Wantu Willefoy, Orbe! Ja, ich brauche jetzt dringend eine neue Windel. Kimba Darfi, Grovel Nerxdari, Farb, Himna Vazib, Ah, Dravois Nerzi. Nee, du sollst ihn erst wickeln und dann im Schwamm baden. Schwabi, hör mal auf, mit dem so viel zu reden. Pongi Defui Nudge. Und dann, wenn du ihn gewickelt hast, kannst du ihn im Schaum baden. Aber erst muss die schmutzige Windel weg. Und? The Moisa. Wappena. Sehr schön. Ich liebe es, gehalten zu werden. Guck mal, wie glücklich. Der hat einfach nur glückliche Merkmale. Er hat nicht ein irgendwie trauriges oder negatives. Er ist einfach so ein Schnuppelbubbel. Und er hat einfach die genau selbe Haarfarbe wie sie. Und jetzt ist er verspielt. Blubberbart! Oh, schimmernde, hübsche Blasen. Oh, und sie platzen. Können wir ja dann nach dem Baden noch mal ein bisschen Bauchzeit verbringen. Wann hat er denn jetzt Geburtstag? Ich habe das ja extra erhöht. Hier. Da können wir ja dann gucken, ob er da dann wirklich, also wie weit er sich da entwickelt hat. Ob ihn dann alt ist oder nicht. Hoppobipo. Ich würde halt auch gerne das, man kann ihm ja so Finger auf die Rücke beibringen. So, das ist, und das würde ich halt auch so gerne machen. Oder muss er, glaube ich, erst sitzen können oder so? Weiß das gar nicht genau. Ja. Oh, a Lord B. Boy, ja, so freundliche Aktivitäten. Zusammen Babybauchzeit verbringen. Meilenstein, erstes Bad, wie aus dem Ei gepellt. Es gibt doch nichts Schöneres als einen sauberes, glücklichen Markus Snow nach einem ersten Bad. Überall Blasen. Markus Snow hat einen Riesenspaß bei seinem ersten Schaumbad. Vielleicht tust du ihn danach nochmal stillen. Stillen und dann ins Bett bringen. Machst ihm dann ein schönes Liedchen an. Ruhig. Funkel, funkel, kleiner Stern. Oh, lieb. Ah! Raining in a zook. Haha. Sarkava,
er schon wieder einen Bug. Malfoy, Brush and Moosty. Yes. Ja, er hat auf dem Bauch rollen, glaube ich, gelernt. Marcus Now hat die Fähigkeit erlangt, sich auf den Bauch zu rollen. Er kann jetzt selbstständig entscheiden, Bauchzeit zu verbringen. So dürfen wir dich jetzt stillen und dann ins Kinderbettchen setzen. Oh. Oh, wir müssen ihm erst noch eine frische Windel machen. Hä? Wieso kann ich ihn nicht wickeln? Na ja, gut, dann. Oh, Limla. Hinlegen. No, dann kriegt er Bruder Jakob zum Schlafen. Bruder Jakob, Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Dann geht sie noch ein bisschen an ihrem Buch schreiben, würde ich sagen. Hat er jetzt eigentlich 3 Merkmale bekommen? Ne, nur häufiges Niesen und Freiluftpiesler. Unsere Nachbarn da. Können wir hier irgendwo eigentlich in der Gegend angeln? Scheinbar nicht so der. Ah, hier, hier. Doch schon jemand. Bist du? Afu. Geh mal noch ein bisschen angeln. Muss ja erstmal noch ein bisschen was erwerben. Okay. Ich habe gehört, dass du nicht besonders gut im Fälschen bist. Ich habe ein kleines Kind. Ich kann leider nicht mitkommen zum Fälschen. Du sollst ja nicht spielen. Du sollst Angeln mal ausprobieren. Solange das Baby schläft. Und er schläft nämlich noch ganz schön lange. Hallo, mein Kleiner. Okay, er schläft doch nicht noch lange. Mach du mal Bauchzeit. Und dann gehst du nochmal in die Haie, weil du bist eigentlich noch müde. Markus ist aufgewacht und ist einfach nur glücklich. Und wenn du dann fertig bist mit Angeln,
kannst du hier noch ein bisschen an deinem Buch schreiben. Chiara kann jetzt entsprechend in Angelplätzen Barsche, Keus und Forellen fangen. Oh, der liegt andersrum. Oh, wir haben eine Kokosnuss bekommen. Komm, dann pflanzt doch deine Kokosnuss ein. Eine Kokosnatt. Oh, hier hin. Anscheinend sind die Fische zu clever. Oder du zu doof. Kann man sich drum streiten. Ah, du hast sogar eine L-Ritze gefangen, aber die ist ja nichts Besonderes. Wie viele Tage noch, bis sie die ja bestreben? Noch 6. Ah, ich hatte mir übrigens überlegt, beim Melonungsdorf würde ich ihr gerne, weil wir gesagt haben, wir machen so ein bisschen Familien-Let's Play, würde ich ihr gerne fruchtbar geben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das auch auf, wenn man so, ich würde gerne mit ihr dieses Wissenschaftsbaby machen. Ich weiß nicht, ob das darauf auch bezogen ist mit dem ob sie dann auch mehrere Kinder kriegt oder ob das nur ist, wenn sie halt auf natürliche Weise ein Kind kriegt. Aber ich möchte das einfach ihr gerne mal geben. Und dann, ansonsten kriegt sie halt dann mal nochmal mit einem Mann eine kleine Liebelei, weil ich hätte gerne noch so irgendwie Zwillinge oder so. Deswegen wollte ich ihr das geben und dann, wenn sie wieder 2000 hat, würde ich ihr gerne noch dieses kreative Visionär geben. Weil dann schreibt sie halt bessere Bücher und malt bessere Bilder. Ich finde es halt voll cool, wenn Markus noch so Zwillinge oder so als Geschwisterchen hat. Oder gar Drillinge. Weil Drillinge natürlich echt anstrengend sind. Wenn der Kleine wach ist, gibst du ihm was zu futtern. Dann müssen wir uns mal wieder um ihn kümmern. Seine Bedürfnisse. Ach ja, die ewige Trauer. Ist jetzt das Buch fast fertig geschrieben einfach. Warte mal, welches ist das? Was möchtest du? Ja, von mir aus. Die habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das hier müssen wir einmal kopieren. Ich glaube, das ist doch das neue Buch, gell? Weil dann kannst du das nämlich verkaufen. Und das, da können wir mal... Na, wir können es noch auslassen eigentlich. Oh, gentle. Und dann kann sie das nämlich an einen Verlag verkaufen. Der Kleine schläft immer noch. Sie ist halt einfach nonstop selbstsicher. Na, jetzt wacht er, glaube ich, auf, oder? Nein. Aber wir wecken ihn jetzt mal auf, weil... Ja. Geh mal hier hin. Dann gehst du den Kleinen einmal bitte stillen und danach einmal die Windel wechseln. Danach können wir noch ein bisschen seine Fähigkeiten verbessern. Oh, er ist traurig. Wund von der Windel. Oh.
Sie ist schon wieder paranoid. Hat scheinbar Angst, dass die Leute über sie und ihr Kind reden könnten. Dass ihr Sohn nicht ganz normal ist. Oh, jibs, jibs. Das fällt mir ein, wir müssen mal noch die ganzen Lichter auf automatisch machen, damit die nicht so hohe Rechnungen kriegen. Wir sind zwar aktuell recht gut betucht, aber wir sind jetzt auch nicht die Reichsten. Hä? So kann ich das nicht anklicken. Wobei 10.000 auf der guten Kante und wir müssen ja aktuell nichts kaufen. Was hat sie denn da jetzt weggeschmissen? So, so. Weil dann können wir hier wieder Babyzeit machen zusammen. Wir wollen das kleine Mäuschen ja. Wir spielen nochmal mit Markus, damit er das Kreis noch ein bisschen verbessert. Dann machen wir zusammen Bauchzeit mit ihm. Und dann. Er kriegt schon einen Meilenstein. Hat er jetzt greifen gelernt? Oh, Lachen freigeschalten. Was ist so lustig? Marcus Snow hat zum ersten Mal gelacht beim Spielen mit Spielzeug und bei der Interaktion mit anderen Sims werden von nun an die niedlichen Kicherlaute zu hören sein. Spielen und soziale Kontakte werden dafür sorgen, dass er bald verbleibt. Oh, mit all seiner Kraft ist es Marcus Snow gelungen, zum ersten Mal etwas zu greifen. Spiele weiter mit Spielzeug, um seine feinmotorische Entwicklung zu fördern. Können wir mit ihm reden? Dann würde ich nämlich nochmal reden. Und mit ihm knuddeln. Oh. Ein bisschen im Arm wippen. Jibs. Larkin, Moosh. Inja, Inja. Oh, er hat wieder... Javi. Brabna, Guivi. Oh, er verehrt seine Mutter auch. Ist das nicht... Was kann er jetzt als nächstes? Zehe in den Mund stecken. Riechen lernen. Oh, Nobu. Vielleicht verbringen. Setz Markus dann mal hier ab, weil ich glaube, krabbeln muss man auf dem Boden lernen, finde ich. The Torb. Aktivitäten. Setzen Kimba, Darfy. Yay, boo, freundliche Aktivitäten Pazif. Zusammen Bauchzeit verbringen. Hey. Oh, no. Yeah. Schon wieder müde. Nö, du bist doch gar nicht so müde. Dann können wir nämlich Essen geben. Aha. 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 Huh? Thistle Frib. Hey. A new boo. Ist das hier? Aha. Yips. Oh, Konkuya. Shishatob. Hat er gelernt? Oh, boom. Selber sitzen. Marcus Snow hat gelernt, sich hinzusetzen. Er kann die Möglichkeiten des Lebens jetzt weiter erkunden. Bitte stehen üben, um die Beinmuskeln zu trainieren. Benutze den Hochstuhl zum ersten Mal, um Babynahrung zu probieren. Und er rutscht herum, um die Umgebung zu erforschen. Die kleine Hosen. Ups, kann er jetzt hier hin? Cool, er kann jetzt da hingehen. Aber krabbeln kann er halt immer noch nicht. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt erstmal noch mal noch stehen üben. Weil er ist ja noch nicht so müde, es geht. Und
danach wird sie ihn wahrscheinlich bald wieder weggehen müssen. Oh, mit seinem kleinen Ärmchen ist es Marcus Snow gelungen, ein Gewicht auf allen Vieren zu halten. Ein wichtiger Schritt, damit er das Krabbeln lernen kann. Jetzt wird es Zeit, das Krabbeln zu üben. Mensch, er ist ein Talent. Oh, Scudo. Benarlo would dizzy. Setz ihn mal ab. Jetzt möchte ich gerne, dass du ihm mit dem Krabbeln übst. Oh. Und dann musst du ihm die Winde wechseln und dann bringst du ihn ins Bett. Ich finde, das Krabbeln schon, finde ich, vorm Stehen kommt. Wenn er dann krabbeln kann, dann meinetwegen soll er stehen. Kriechen gelernt. Es ist nicht Grusigeres an einem kriechenden Säugling. Mit seinem neuen gewohnten Stärkenkoordination drückt sich Markus nur vom Boden ab, um herum zu kriechen. Oh, er entwickelt sich einfach toll. Na gut, wir wechseln die Windeln nachher. Machst du ihm noch ein Liedchen an? Bruder Jakob. Bruder Jakob. Bruder Jakob. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Und dann geht sie noch ein bisschen Klavier üben. Oh, wer steht denn hier? Kam gar nicht dieses, das Ding ist. Ja. Schon die Nachricht nicht kommt, dass die Nachbarn da sind. So Pech gehabt. Vor allem, was kommen die um 11 Uhr nachts? Aber ich würde, glaube ich, hier jetzt auch den Part beenden, weil ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei fast 30 Minuten. Genau, morgen ist dann Montag im Spiel. Dann wird sie dann auch mal wieder arbeiten gehen. Finde ich auch gut. Da können wir uns dann auch überlegen, ob sie von Zeit zu Zeit jetzt vielleicht auch alleine arbeiten geht und wir dann mit dem Kleinen spielen. Wobei ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, wenn sie arbeiten geht, wird er eh zu einer Tagespflege geschickt. Deswegen können wir, glaube ich, erst wenn er Kind ist, können wir auch mit ihm spielen außerhalb der Arbeitszeit, weil er dann ja auch in der Schule ist. Aber das können wir ja dann noch gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Also mir macht es Spaß, das so ein bisschen zu exploren. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin. Ciao!